Hallo zusammen, liebe Freunde der gepflegten Unterhaltung. Heute beschäftigen wir uns mit etwas, das ihr aus Staffel 4 von Ninjago kennen dürftet, und zwar den Kabuki. Sicherlich erinnert ihr euch an die maskierten Frauen, die vor Chen tanzten und als welche sich Nia verkleidete, um sich in Chens Palast zu schleichen. Aber gibt es zu den Kabuki ein Vorbild der realen Welt? Und wenn ja, was hat es damit auf sich? Ja, es gibt Kabuki tatsächlich auch in der realen Welt. Allerdings bezeichnet Kabuki, das aus dem Japanischen kommt, keine Menschen, sondern ein japanisches Theater, das aus Gesang, Tanz und Pantomime besteht. Diese Kunstform wurde im frühen 17. Jahrhundert erfunden und basiert auf einer älteren Form des traditionellen Tanzes, nämlich dem vom Buddhismus geprägten No-Theater der Samurai. An dieser Stelle möchte ich mich kurz für meine schreckliche Aussprache japanischer Wörter entschuldigen. Davon werdet ihr noch ein wenig mehr zu hören bekommen in diesem Video. Gegründet wurde das Kabuki von Okuni und ihrer Tanzgruppe. Okuni war vermutlich eine Wandertänzerin und verdiente sich ihren Lebensunterhalt mit Prostitution. Da ihre Stücke erotische und komödiantische Teile beinhalteten, erhielt diese Kunstform den Namen Kabuki, was auf Deutsch so viel bedeutet wie schockierend nach vorne lehnen und sich damit auf die anzüglichen Darstellungen der Tänzerinnen bezieht. Das Kabuki wurde im Laufe der Zeit erfolgreicher und weitere Gruppen begannen damit Stücke aufzuführen. Im Rahmen dieser kam es wohl immer häufiger zu Prostitution, sodass es Frauen 1629 schließlich verboten wurde, auf der Bühne aufzutreten. Nun bestanden die Gruppen hauptsächlich aus jungen Männern. Es entwickelte sich das sogenannte Jüngling-Kabuki, das aber nach kurzer Zeit mit denselben Problemen zu kämpfen hatte wie das Frauen-Kabuki und deshalb ebenfalls verboten wurde. Danach entwickelte sich das Kabuki zu einer sehr anspruchsvollen, hochstilisierten Nur-Männer-Form, genannt Yaro-Kabuki, das übersetzt so viel wie Kerl-Kabuki heißt. Darin spielen die Männer alle Rollen, also auch die, die weibliche Charaktere darstellen. Diese Darsteller werden Onagata genannt, was weibliche Person bedeutet. Sie sprechen meistens in einer hohen Falsettstimme. Das ist eine besondere Stimmtechnik, die es Männern erlaubt, sehr hoch zu sprechen und zu singen. Für die Männerrollen gibt es auch zwei Stile, nämlich den Aragoto, zu Deutsch harter Stil, und den Wagoto, zu Deutsch weicher Stil. Diese beiden Stile wurden durch zwei Schauspieler geprägt. Wichtig für das Kabuki sind außerdem die Stimmlagen, in denen die Darsteller sprechen, und das spezielle Make-up. Dieses Make-up ist besonders wichtig für die Einordnung der Figuren. Bürgerliche Rollen bekommen zum Beispiel dezenteres Make-up, während Dämonen oder bestimmte historische Persönlichkeiten besonders farbig und auffällig geschminkt sind. Helle und kräftige Farben stehen dabei für positive und törichte Charaktere, dunkle, blasse Farben für ernste. Außerdem bekommen freundliche Charaktere rotes Make-up, die Feinde blaues, sodass als Zuschauer jederzeit erkennbar ist, auf welcher Seite welcher Charakter steht. Sehen wir uns noch ein wenig das Kabuki selbst, also das Stück und seine Aufführung an. Besonders an den Kabuki-Aufführungen ist, dass die Bühne einen Laufsteg hat, der durch das Publikum führt. Auf diesem kommen Charaktere bei besonders dramatischen Auftritten auf die Bühne. Außerdem gibt es neben den Darstellern Personen, die ganz in Schwarz gekleidet sind. Diese gelten als unsichtbar und werden gebraucht, um den Darstellern beispielsweise bestimmte Gegenstände zu reichen oder ein Bühnenbild umzubauen. Außerdem spielt Musik natürlich eine besonders wichtige Rolle, schließlich handelt es sich um Theater mit einem großen Tanzanteil. Genutzt werden Chamisen, das sind dreiseitige Langhalslauten, die gezupft werden, einen schmalen Hals und einen relativ kleinen Korpus haben, japanische Trommeln, Flöten und noch einige andere Instrumente. Es gibt zwei verschiedene Arten von Kabuki-Stücken. Das Kabuki-Kyuen, das sind wortreiche Schauspielstücke über tatsächliche Begebenheiten aus der Vergangenheit oder fiktive Geschichten in einem historischen Setting. Und Kabuki-Boyu, das sind hauptsächlich Tanzstücke, die mit sehr wenig Text auskommen. Und vermutlich habe ich sie total falsch ausgesprochen, bitte verzeiht das. Ein Kabuki-Stück besteht zumeist aus 5 Akten, sodass eine Aufführung sogar einen ganzen Tag lang dauern kann. Es wird derweil teilweise gegessen, man kann zwischen den Akten in Wandelhallen herumlaufen und man kann sich auch einfach Karten für nur einen oder zwei Akte kaufen. Wichtig ist allerdings, dass die 5 Akte natürlich eine zusammenhängende Geschichte erzählen. Dabei haben die Akte unterschiedliche Bedeutungen. Der erste Akt ist zumeist sehr ruhig, im zweiten und vierten Akt gibt es oft spannende Kampfszenen, der dritte Akt ist voller Dramatik und Tragik, der fünfte Akt bringt das Stück dann zu einem kurzen und befriedigenden Ende. Ihr seht also, dass die Kabuki, wie sie in Ninjago auftreten, natürlich von der Realität inspiriert sind, aber die Tradition nicht eins zu eins übertragen wurde. Kabuki bezeichnet bei Ninjago ja die Tänzerinnen und Tänzer, wobei es eigentlich die Theaterform selbst ist. Was allerdings ziemlich treffend dargestellt ist, sind das Make-up und die Kleidung. Ihr könnt ja mit eurem Wissen mal schauen, ob Nia sich als Freundin oder als Feindin Chens offenbart hat. Falls ihr dieses Video interessant fandet und natürlich auch, wenn ihr es nicht interessant fandet und lieber mehr über Ninjago wissen wollt, schaut doch gerne mal bei uns im Wiki vorbei. Den Link findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Dort sind übrigens auch unsere Quellen für dieses Video angegeben. Habt ein schönes Wochenende, wir sehen uns dann in 2 Wochen wieder.